Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling im Kopf, freue mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute spreche ich über 5 Lego-Sets, die zu 95% in den nächsten Wochen bzw. ein, zwei Monaten end of life gehen werden und die man sich mit Rabatt definitiv noch zulegen kann. Doch bevor wir jetzt starten, gibt es wie immer im Dezember eine Verlosung. Wir verlosen den Lego Brickhead 41594, blende ich euch jetzt ein, und allen Abonnenten, die dieses Video liken, dann nehmt ihr wie immer teil. Den Gewinner von gestern ziehe ich heute am Ende des Videos und den Gewinner von heute ziehe ich wie immer morgen am Ende des Videos. Jetzt fangen wir direkt damit der Nummer 1, dem Lego Technik 42098 Transporter mit einer UVP von 149,99. Der hat 2493 Teile aus dem Jahr 2019, hat natürlich keine Minifiguren, wie üblich bei den Lego Technik Sets, und die Einstellung ist in Kürze bei Lego schon, also den kann man sich definitiv zulegen, wenn man dann noch einen Rabatt irgendwo klar machen kann bei Galerias, Myth Toys, ein bisschen günstiger, dann kann man sich dieses Set definitiv zulegen. Ich finde das Set sehr, sehr gelungen und deswegen habe ich es auf diese Liste gepackt. Die Nummer 2, Lego 40353 Rentiere und Elfen. Ist ein Brickhead, UVP 1999, 281 Teile, auch aus dem Jahr 2019. Grundsätzlich haben Brickheads enormes Potenzial, um im Wert zu steigen. Das sieht man ja. Ich verkaufe auch auf unserem Shop sehr, sehr viele Brickheads, die einfach alle schon mindestens verdoppelt oder verdreifacht haben, weil sie einfach end of life gegangen sind. Also auch dieses Brickhead ist zwar ein Seasonal Brickhead aus dem Jahr 2019, 40353 kann man sich definitiv mit leichtem Rabatt zulegen. Habe ich sogar letztens bei Smith Toys schon in die Abteilung gesehen, wo sie halt die Sets reingeben, die halt verschwinden. Ein bisschen reduziert, kann man mitnehmen. Dann Nummer 3, Lego 75244, die Tantive 4 mit einer UVP von 199,99, 1768 Teile, wird auch sehr, sehr bald vom Markt verschwinden. Lego.de nicht mehr verfügbar, in AT war sie bis, also Zeitpunkt des Videos, noch verfügbar mit 6 Minifiguren, die extrem, extrem Potenzial haben. Grundsätzlich bei diesem Set haben die Minifiguren jetzt schon einen Wert vom halben Preis des Sets, also richtig, richtig gut. Sollte man sich zulegen, sollte sich jeder Sammler bzw. jeder Lego-Investor mindestens einmal zulegen, die Tantive 4 mit einer UVP von 199,99. Grundsätzlich, wenn man es ein bisschen vergünstigt bekommt, nehmt das Teil euch mit. Es wird End of Life gehen, es wird sehr, sehr bald End of Life gehen, beziehungsweise in Lego in Deutschland ist es jetzt nicht mehr verfügbar. Dann die Nummer 4, in Klammer 5, weil es halt zwei Artikel sind, der VW Käfer und der VW Volkswagen T1. Nach einem Jahrzehnt verschwindet auch der T1 Bus vom Markt. Auch der VW Käfer verabschiedet sich direkt mit, ist auch schon, glaube ich, 4 Jahre auf dem Markt. Die zwei Sets haben meiner Meinung nach trotz der Langlebigkeit, also ich habe es hier aufgeschrieben, der VW T1 kam 2011 auf den Markt und der Käfer 2016, und ja, die beiden sind jetzt schon auf der Liste der End-of-Life-Artikel bzw. nicht mehr verfügbar bei Lego, kann man sich aber definitiv noch in ausgewählten Läden wie Galerias, Myth Toys und so weiter noch sichern zu einem guten Preis. Würde ich euch eben empfehlen, die UVP ist hier 99,99 für den T1 und 89,99 für den Käfer. Zwei coole Sets, es gibt sehr, sehr viele VW Fanboys, also auch diese zwei Sets. Die meisten werden es schon am Black Friday zugeschlagen haben, aber wer diese zwei Sets noch nicht hat, besonders der T1 meiner Meinung nach, hat da noch ein bisschen mehr Potenzial, legt euch diese Artikel zu, sind einfach Ikonen meiner Meinung nach und werden nach einer Weile, nicht sofort, weil der Markt übelst gesättigt ist, aber nach einer Weile dann Wert gewinnen. Dann kommen wir direkt zur Nummer 5, der große Donut-Shop oder die große Donut-Shop-Eröffnung, so heißt das Set, mit der Nummer 60233 UVP 79,99 aus dem Jahr 2019, hat 10 Minifiguren, davon sind 8 exklusiv, aber nicht recht teuer. Was mir hier an diesem Set, beziehungsweise was meiner Meinung nach hier die Wertsteigerung ausmachen wird, so ein Donutladen hat bei Lego City zum Beispiel ewig, also ich glaube noch gar nie gegeben und wird es auch ewig nicht mehr geben, also es wird kein Rebrick oder es wird einfach, der Donutladen wird halt so in dieser Form ewig lang nicht erscheinen, vielleicht gar nicht mehr, und deswegen sehe ich hier auch großes Potenzial. Die UVP ist 79,99, man konnte es zum Beispiel in Österreich beim Maximarkt mal für 55 kaufen, auch bei Smith Toys und bei anderen Läden ist er deutlich, deutlich reduziert, weil er halt nicht exklusiv ist, und deswegen legt euch den zu, 60233, grundsätzlich hat der mega Potenzial, meiner Meinung nach, weil man ihn auch so günstig dann noch bekommen kann. Man kann da locker mal 40% oder 35% reduziert bekommen, besonders jetzt, wo er schon am End of Life ist, beziehungsweise wo er halt ausverkauft wird. Es gibt noch deutlich
deutlich mehr Sets, die jetzt vom Markt verschwinden werden. Das würde das Video aber meiner Meinung nach zu lang machen. Ich werde euch alle Sets, die vom Markt verschwinden, schön in den verschiedenen Kategorien unter dieses Video packen. Ich suche euch die günstigsten Shops raus, die diese Artikel noch auf Lager haben. Verlinke euch alles unten. Manchmal schreibe ich auch dazu offline oder offline wäre besser. Dann haben wir diese Sets offline schon gesehen, beziehungsweise wäre es halt einfach besser, wenn ihr dann offline schaut. Grundsätzlich wird es jetzt schwierig wegen dem Lockdown in Deutschland, aber ja, man muss halt immer das Beste draus machen, meine Freunde. Das waren jetzt 5 Lego-Sets, die definitiv oder zu 95% oder sogar noch mehr in den nächsten Wochen bzw. ein, zwei Monaten End of Life gehen werden, sind bei Lego schon so gekennzeichnet und man sieht es auch schon, weil die ganzen großen Läden wie Galeria Smith und so weiter, die raushauen wollen. Und da können wir zuschlagen, meine Freunde. Ich hoffe, dieses klitzekleine Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht habt ihr schon ein paar Sets gekauft, vielleicht sagt ihr jetzt, okay, dieses Set nehme ich mir noch mit. Schaut immer, dass ihr unter UVP kommt natürlich. Manchmal zum Beispiel bei Attentive wird es vielleicht nicht mehr so leicht möglich sein. Muss man schauen, wie gesagt, ich habe euch alles unten verlinkt. Und vergesst auch nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr müsst nur Abonnent vom Kanal sein, ihr müsst nur dieses Video liken. Und dann könnt ihr das Lego Brickhead 41594 gewinnen, der übrigens schon End of Life ist und schon im Wert gestiegen ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, meine Freunde. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Wir sehen uns bis morgen zum nächsten Video. Euer René.